Wenn man sich die Entwicklung der Aktienmärkte an der Wall Street mal anschaut, dann hat man doch das Gefühl, naja, so irgendwie haben die den schlechten Umfragewerten von Donald Trump nicht geglaubt und sind insgeheim doch davon ausgegangen, dass Donald diese Wahl gewinnen wird und müssen möglicherweise jetzt dieses Denken verändern, müssen das einpreisen, was ein möglicher demokratischer Sieg wirklich bedeuten würde. Und das versuche ich in diesem Video mal kurz anzureißen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie jetzt die Wahrscheinlichkeiten gespielt werden. Das ist ja natürlich schwer zu machen. Durch Umfragen ist die eine Sache, aber es gibt eben diese Wettplattformen wie Predicted in den USA, und wir sehen, nach der TV-Debatte zwischen Biden und Trump sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Trump wieder Präsident wird oder Präsident bleibt, etwas nach unten gegangen. Aber mit der Meldung heute Morgen, dass Trump Corona infiziert ist, da schoss die Wahrscheinlichkeit für Biden nach oben, nächster Präsident zu werden, liegt jetzt bei 66%, während Donald Trump von 47% auf 39% abgestürzt ist. Also die Wettmärkte sagen, vielleicht eine Form von Schwarmintelligenz könnte man sagen, die Wettmärkte sagen, ja, das wird wohl eng für Donald Trump. Hier ist Biden jetzt deutlicher Favorit. Und jetzt müssen wir natürlich eins mal sehen, was würde denn bedeuten, wenn die Demokraten an die Macht kämen, möglicherweise mit einem Sweep, also mit einem Totalsieg. Man gewinnt auch den US-Senat, behält das US-Abgeordnetenhaus und stellt dann gleichzeitig noch den Präsidenten. Damit hat man alle Durchgriffsmöglichkeiten, die in der amerikanischen Politik möglich sind. Und jetzt sagt hier zum Beispiel Jim Bianco interessanterweise, ja, irgendwie scheinen die Märkte das noch nicht wirklich eingepreist zu haben, dass die Wahrscheinlichkeit inzwischen deutlich gestiegen ist, dass Donald Trump diese Wahl verlieren könnte. Denn was bedeutet ein Sieg der Demokraten? Klar, das ist vielleicht die Aussicht auf mehr Stimulus. Okay, aber dieser Stimulus, der würde eben wahrscheinlich weniger in die Unternehmen fließen, als vielmehr in die Main Street fließen, also vielmehr diejenigen begünstigen, die sozusagen Lohnempfänger sind und nicht Arbeitgeber sind. Das ist das eine. Aber das große Problem ist eher weniger die Steuersenkung, die Steueranhebung, pardon. Biden will ja von 20% auf 28% die Unternehmenssteuer anheben. Das würde natürlich die Margen der Unternehmen in den USA drücken. Auf der einen Seite, das Problematischere sehe ich aber daran, dass die Demokraten die Aufweichung der Regularien, die Trump sich ja auf die Fahnen und geschrieben hatte und umgesetzt hat, dass das sozusagen das eigentliche Kernthema ist. Das würde dann zum Beispiel auch die US-Tech-Unternehmen betreffen, die ja oftmals durchaus wahrscheinlich Sympathien für die US-Demokraten haben, aber da sind eben solche Aufspaltungsforderungen innerhalb der Demokraten, wie zum Beispiel Elizabeth Warren das ja fordert, die sind viel, viel stärker. Also wir haben nicht nur Unternehmenssteueranhebung, wir haben vor allem die Regularien und möglicherweise die Zerschlagung der absoluten Dominanz dieser großen Tech-Werte, die ja die Rallye der Aktienmärkte in den letzten Wochen und Monaten ja maßgeblich getragen hat. Wenn also dieses Momentum wegginge, wenn die großen Tech-Werte, die heute allesamt unter Druck sind, und vielleicht nicht zufällig ist der Nasdaq, der ja gestern noch der stärkste Index war, der mit Abstand schwächste Index heute an der Wall Street. Also das ist zu bedenken. Noch vor kurzem hat man so gesagt, naja, so vielleicht 45% die Wahrscheinlichkeit für Donald Trump, aber das ist vielleicht jetzt deutlich weniger geworden. Wobei es gibt auch Argumente, die vielleicht sogar jetzt pro Trump sind, und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Zum Beispiel das, was in England passiert ist. Auf der Insel war es nämlich so, dass ja natürlich, wie Sie wissen, Boris Johnson auch Corona infiziert war, dann allerdings durchaus einen schweren Verlauf hatte, sogar an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird. Möglicherweise ist es auch so, man beatmet inzwischen kaum mehr Leute, die auf der Intensivstation sind, oder versucht das zu vermeiden. Möglicherweise war das sogar etwas, was die Todesrate nach oben gebracht hat. Jedenfalls hat sich dann so ein bisschen die öffentliche Meinung zugunsten von Boris Johnson gedreht, der vorher, naja, mäßig populär war. Aber dann drehte sich das, weil man irgendwie vielleicht auch Mitgefühl mit dem Premier hatte. Und so könnte es natürlich auch bei Donald Trump sein, dass man sagt, naja, das ist doch eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt, dass der jetzt Corona hat, wie auch immer. Jedenfalls könnte das sozusagen da ein paar Sympathiepunkte vielleicht bringen. Und jetzt ist es so, Trump hat milde Symptome. Mithin, wer Symptome hat, ist krank. Das heißt, er ist nicht nur Träger des Coronavirus, sondern das ist jetzt auch sozusagen eine Krankheit, auch wenn das natürlich jetzt noch milde Symptome sind, erkältungsmäßig. Auch Melania hat das übrigens
Dementsprechend ist das natürlich jetzt schon ein Game Changer. Also es verläuft nicht symptomlos, sondern wir sehen also jetzt schon Symptome. Das muss nicht heißen, dass die Krankheit schwer verläuft bei Donald Trump, aber es ist die Voraussetzung, dass sie schwer verlaufen könnte. Und das ist, glaube ich, hier ein wichtiger Punkt. Und man versucht jetzt seitens der US-Republikaner, wie hier Mitch McConnell, der sagt, ja, großartiges Telefonat gerade mit Donald Trump gehabt. Wir haben über Business gesprochen, er ist guter Stimmung, guter Laune und denkt jetzt viel vor allem an diese Richterin Barrett, die man hier ja installieren will als Supreme Court Richterin. Da will er weiter Vollgas geben, das ist für die Republikaner ja zentral, diese auf Lebenszeit ernannten Richter, die hier noch vor der Wahl zu installieren. Also man versucht hier seitens der Republikaner so ein bisschen zu sagen, nein, Trump ist total fit, der ist nach wie vor für euch da, liebe Leute, der ist nach wie vor voll am Drücker. Das ist zumindest der Eindruck, den man vermitteln will. Und jetzt kommen die Demokraten ins Spiel, Pelosi, und die sagten, ja, vielleicht finden wir doch irgendwie einen Weg in Richtung Stimulus, kann sein erst nach der Wahl, aber sie sagt schon, das könnte ein kleiner Game Changer sein, diese Corona-Erkrankung von Donald Trump, hört. Also das ist sozusagen möglicherweise so, dass die Amerikaner ja Patrioten sind und man sagt sich, naja, in so einer Situation, da müssen wir jetzt vielleicht anders agieren als zuvor, da müssen wir vielleicht dieses Parteigezänk einmal beiseite lassen, sondern uns auf einen faulen Kompromiss einigen, aber eben auch einigen. Und das könnte vielleicht die Chance für die Bullen sein jetzt noch, dass dann plötzlich doch noch dieser Stimulus kommt, allerdings läuft die Zeit davon, das muss also sehr zeitnah passieren, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Die Chinesen übrigens mit durchaus leichter Häme erkennbar, wie Hu Xixin hier, der Chefredakteur der Global Times, der sagt nämlich, ja, man sieht hier die Ernsthaftigkeit der Lage in den USA in Sachen Pandemie. Das wird einen negativen Einfluss haben auf das Image von Donald Trump und dürfte auch seine Wahlchancen verschlechtern. Da haben viele amerikanische Twitter-Kommentatoren gesagt, ja, da hört man Schadenfreude. Die Amerikaner nutzen ja dieses Wort Schadenfreude, das eine deutsche Erfindung ist. Ich glaube, es gibt in keiner anderen Sprache ein ähnliches Wort, das etwas beschreibt, nämlich sich am Schaden anderer zu erfreuen. Das haben die Deutschen erfunden und das ist wohl kein Zufall. Deswegen müssen andere dieses deutsche Wort adaptieren, müssen es in ihre Sprache als Fremdwort vereinnahmen, weil sie eben eine solche Vorstellungswelt scheinbar nicht von Haus aus haben. Jedenfalls ist das auffällig, dass die Chinesen natürlich da jetzt so ein bisschen im stillen Kämmerlein zumindest sich freuen. Und wir hatten heute die US-Arbeitsmarktdaten, die waren, naja, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass eigentlich die Privatwirtschaft doch relativ viele Stellen geschaffen hat, nämlich 877.000. Insgesamt waren ja 850.000 Stellen erwartet, aber es ist der Staat, der über 200.000 Stellen gestrichen hat. Das waren sogenannte Census-Stellen, also praktische Stellen, die man vorübergehend temporär besetzt hatte für die Volkszählung. Mithin ist es also der staatliche Sektor, der die Leute nicht mehr braucht und deswegen entlassen hat, freigesetzt hat. Ansonsten wären die Daten jetzt nicht so wirklich schlimm gewesen. Aber wir sehen hier in dieser Grafik zwei Dinge, die wirklich besorgniserregend sind. Nämlich wir haben einen weiteren Anstieg der permanent Arbeitslosen, also der Langzeitarbeitslosen. Das ist hier die hellblaue Linie, die weiter nach oben geht. Und wir haben nach wie vor ein sehr, sehr hohes Verhältnis in Relation Employment to Population. Also wie viele Menschen sind beschäftigt in Relation zur Gesamtbevölkerung. Und da sehen wir, da ist nach wie vor alles andere als gut. Man hat jetzt um und bei etwas über 50% der Jobs wieder gewonnen, die damals verloren gegangen sind. Aber es ist eben so, und das hat die Fed heute auch gesagt, es wird beileibe nicht so sein, dass alle Jobs wiederkehren. Vor allem im niedrigen Lohnsektor dürfte der Schmerz am größten sein. Und das trifft jetzt auf eine Situation, wenn wir jetzt auch mal wieder dieses Thema Stimulus hier vergegenwärtigen, auf eine Situation, wo die US-Wirtschaft jetzt formal verschuldet ist in Relation zum BIP mit knapp 100%. Wenn man aber hier mal die Verschuldung der Konsumenten wie auch der Unternehmen mit einrechnen würde, nämlich zusätzlich zur Staatsverschuldung,
dann sind wir weit über 300% des amerikanischen BIPs. Also die Verschuldung ist enorm und jeder Stimulus, der kommt, der würde nochmal was draufsetzen. Viele, viele Billionen, die hier jetzt schon geschuldet werden. 64 Billionen die Gesamtsumme. Das ist deutlich mehr, als der Aktienmarkt in den USA insgesamt auf die Waage bringt. Und wir haben gleichzeitig bei dieser massiven Verschuldung eine Situation an den Anleihenmärkten in den USA, die man als geistig tot bezeichnen kann. Es gibt gar keine Volatilität mehr, wir haben praktisch keinerlei Änderungen der Renditen und wir haben jetzt eben dann praktisch die Vola in Sachen Staatsanleiherenditen so niedrig. Jetzt sagt ihr Sentiment Trader, in der Vergangenheit war das oft ein Zeichen dafür, dass da eine richtige Explosion kommt, wenn sozusagen hier diese Ruhe so dermaßen ist, dann kündigt das oft einen Sturm an, könnte auch für die Aktienmärkte gelten, wir werden sehen. Schauen wir uns noch kurz nach Europa um, hier hatten wir heute Zahlen aus der Eurozone in Sachen Inflation und die ist rückläufig. Wir haben also Deflation jetzt den zweiten Monat in Folge, minus 0,2%. Und das, obwohl die EZB, was Sie hier in diesen gestrichelten Linien sehen, eigentlich einen Anstieg vorausgesehen hatte, aber der kommt nicht. Man sieht also, die Notenbanker, die sind alles andere als allwissend. Die täuschen sich, die haben die Dinge hier falsch eingeschätzt und das könnte bedeuten, dass die EZB noch mehr QI betreiben muss, obwohl es sich zeigt, dass das nur begrenzt wirksam ist, wenn überhaupt. Und insgesamt muss man sagen, wenn wir hier mal nach Deutschland blicken, dann haben wir ja die Situation, dass der Staat Konzerne rettet, wo es geht. Aber 2 Millionen Kleinstunternehmer, die bleiben auf der Strecke. Und das ist nach meiner Auffassung teilweise politisch auch gewollt. Das ist sozusagen die, naja, wie kann man sagen, die unausgesprochene Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit. Das ist sozusagen das Mantra. Wir fördern ja die Sozialversicherung. Versicherungspflichtigen Jobs und so weiter, die finden sich aber eher in größeren Firmen, nicht in diesen kleinsten Unternehmen. Also das ist vielleicht ein Punkt, der durchaus wirklich relevant wird, weil viele jetzt ab 1. Oktober eben dann auch Insolvenz anmelden müssen. Viele müssen Privatinsolvenz anmelden und um die kümmert sich keiner und das finde ich auf Deutsch gesagt eine echte Schweinerei. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben eigentlich jetzt die Situation, dass wir einen demokratischen Sieg einpreisen müssen oder die Wall Street muss das tun. Zumindest ist das die aktuelle Situation, kann sich ja alles sehr, sehr schnell ändern. Es gibt Argumente, vielleicht pro Trump Sympathie durch diese ganze Corona-Geschichte, vielleicht Stimulus etc. Das ist das Argument für die Bullen. Aber auf der anderen Seite passiert eben diese Einpreisung, zum Beispiel deutlich strengere Regularien, deutlich höhere Unternehmenssteuer. Die passiert ja nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern das sind Prozesse oft. Und möglicherweise steht die Wall Street dabei jetzt oder ist davor, einen solchen Prozess abwickeln zu müssen. Man muss das eben einpreisen. Das kann ein bisschen dauern. Bis Mitte Oktober, glaube ich, wird es wohl sehr, sehr schwierig werden für die Aktienmärkte. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische am Montag und ich sag's Servus und Ciao.